Ja, ist halt so, dass Crit-Champions schwächer sind. Das ist ja... Das ist ja okay. Muss man ja mit leben. Ey. Oh, das ist wieder so eine hässliche Komet-MF. Da habe ich letztens schon gegen gespielt. Warte mal, wer ist denn jetzt hier Support? Ah, das ist Support-MF. Oh! Dann ist Kalebot oder was? Okay, wir müssen auf Level 2 auf jeden Fall reinbretzen, sonst werden wir richtig weggepokt. Ja, lass einfach Level 1 lassen wir uns komplett reinpushen und Level 2 knallen wir dann all in. Müssen irgendwie an XP kommen. Und schon mal gemisst. Oh, wobei, nee, hab ich bekommen. Das ist ja eine echt coole Lane. Was haben die? Die haben Exhaust und TP. Guck mal, ob du Flash queuen kannst auf Level 2 hier. Vielleicht ist irgendjemand out of position. Schade. Ist gemutet, by the way. Oder du redest nicht. Ich hab aber auch nicht geredet. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich, ja. Ja, aber ich hab auch nicht geredet. Ja, ich glaube Level 3 ist die Kill, Free Kill. Kannst du einfach hinterher chasen mit deinem Eden. Boah, es ist räudig. Zum Glück habe ich Cookies dabei. Naja, ich habe noch nichts leider. Wir müssen schon auf Level 3 warten. War kurz vor Heal-Stack. Warum verdient ihr eigentlich so wenig Mana, die MF? Gut, die macht ja nichts außer E, ne? War der nicht mal mega teuer? Okay, also wenn du jetzt auf die K gehst, ich glaube jetzt ist die K tot dann. Oder im Jungle, Jungle, Jungle. Auf K, go, go, go. Cool, cool, cool. Autotech rauskriegen oder? Hä? wie du hinterher gedackelt bist. Ich hab mein Autotech kam nicht raus. Okay, ich brauch die Wave. Ah, Stack reicht nicht mehr. Ich hatte kein Q ab, deswegen sah meine Combo so scheiße aus. Oh, ich dachte, du hast einen Stack. Nee, nee. Du Troll. Ich? Ja, dann attack doch nicht den Ken! Wir wollen pushen. Ich hab Red Buff. Scheiße. Ich geh rein, wenn die nach vorne kommt. Mhm. Man bist nicht im Busch. Fett, man sieht deinen fetten Arm, das ist immer push. Fetten Hörner. Okay, ist fein, ist fein. So, wir gehen jetzt für BF. Aber nur weil BF ein cooles Item ist. Dann gehen wir für Director. Nichts, ich habe kurz überlegt, ich vergesse jedes Mal den Namen von meinem Item. The suit hunts in the manner I choose. Welches Item kaufst du denn? Dekes Buckler. Ja. Junge, 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 dieser MFE geht mir so auf den Sack. Ist das eine AP-MF auch noch, oder was? Wahrscheinlich, das macht schon, das hat gut Damage gemacht. Naja, das hat einfach guten Base-Damage, glaube ich. Echt, Level 1 auch schon? Naja, mit Komet und Scorch. Ja, aber sie hat auch Spell-Thieves geholt, also.
Gut, aber es gibt ja keinen AD-Poke, Alter, oder? Nee, AP. Relativ AP. Ja, aber ich meine, es gibt keinen AD-Poke-Item. Achso, nee. Doch, klar. Gibt's doch wieder. Ah, nee, Poke-Item an sich nicht, nee. Aber Support-Item, das ist das, was ich meinte. Ja, wenn du willst, dann lass mal reinfetzen hier. Nunu top. Mensch, das war ja sogar richtig sexy gespielt da auf den Minion. Ja, sehr. Ja, Junge. Ist ja... Ich war mal Stier-Main. Wer ist er denn? Nicht nur von Sternzeichen Stier. Nein, ich weiß, bin ich nicht, aber... Wann hast du Ignite? Ignite habe ich in 3. Ja, lass mal die Wave reinpushen und dann dive. Ja, da sehe ich mich doch. Oh, das habe ich hier auch schon vorhin gemacht mit dem Minion-Jump. Okay, let's go. Clean. Ach, schon wieder clean. Hier, perfekt getimed. Natürlich. Können wir auch noch. Junge. Oh, weiß ich jetzt nicht. Ja doch, lass mal hier trailen. Nee, lass mal, hast du noch ein Ward? Ward mal hier und lass mal hier trailen. Ah, ich hab dir nicht gesehen. Oh, nee. Nee? Nee, der TP'd. Oh? Na, lieber nicht, oder? Doch, komm. MF? Oh! Wie kann man denn so geil sein? Ja, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass wahre Alistar Mains Q-Flash machen und nicht andersrum. Ja. Okay, dann pushen wir die Wölfe mal. Ich glaube, dann habe ich sogar schon meinen Q-Wolf. Ich habe jetzt Ulti, also diven wird es noch einfach. Oder? Ich müsste meinen Q-Wolf jetzt haben, glaube ich. Ah, maybe nicht ganz. So, in so einer Skala von 1 bis doch. 10, wie viel Spaß denkst du, haben die Gegner gerade? Ja, einiges. Ja, doch, oder? Würde ich auch sagen. Minus 8 Q-Wolf, es schmeckt auf Level 6. Boah, das ist krass. Hätte ich aber, glaube ich, auf dem alten Patch auch gehabt. Also die Items, die ich gerade habe, haben sich ja nicht verändert. Ja gut, auf dem alten Patch hätte ich keinen Alistar gespielt, da würden wir nicht so hart winnen. Das ist richtig. Argument ist da. Okay, aber unsere Mates halten nicht so, also... Egal. Ich habe Top Secret New OP Korean Kaiser Bits mit 1v9 Game. Ja, doch. Also ich habe Ult. Ja. Was ich nochmal erwähnt haben. Lass mal Slow Pushen die Wave und dann schön für den Dive gehen. Ja. Ich hab Bock drauf. Oh ja, hier ist Action. Ich hab schon gar keinen Bock mehr auf die Lane zu kommen. Nee, du, hätte ich aber auch nicht, bin ich ehrlich. So, auf der Wave diven wir jetzt. Bin ich in Range, oh sad. Ja, Plating, ne? Mit dem Ungern alleine, ne? Also K-Botlane fühle ich jetzt noch nicht so, aber gut, ich meine, das ist halt immer wieder das gleiche gegen Alistar. Wenn du halt in Alistar-Range läufst, ist egal, welchen Champion du spielst, bist du halt tot. Ja. Das ist wie Pantheon. Aber die Kelle ist 6, ich weiß nicht, ob das noch so eine smarte Idee ist. Dive jetzt nicht unbedingt, aber... Boah, Alter, der Q-Damage von der rote Shit. Doch, let's go. Ich hab da was für euch. Ja, nimm mal. Muss ran? Ich bin halt auch tanky, wie scheiße. Ich hab nicht mal ein Assist gekriegt, hä? Ich hab doch Auto-Tech Q gemacht, what the fuck? Hä? Mein halber Q war schon durch, what the fuck? Ich hab Auto-Tech Q gemacht? Frage, wann die Damage-Verrechnung ist. LOL. Mit der Jace muss noch gefährlich werden. Ach Gott. Der traut sich doch nicht einmal reinzugehen. Gegen mich. Alarm! Ach, was ist die Kill? Hätte Knight drauf. Ah, schade. Schön. Weg. Ja, klar. Perfekt. Ich war fein. Ich habe jetzt Sekes, das heißt, jetzt bist du auf jeden Fall stärker. Cool. Ich habe jetzt Draktar. Meinst du, die kill ich noch? Nee, war. Sie kann ulten, ne? Nee. Was macht der Jace da mit unserem Team?
Das, was wir gleich mit ihm machen. Ja, das stimmt. Von daher ist es fair enough so. Gutes Argument. Aha, siehst du, jetzt stellst du dir die Frage, warum Draktar into BF? Hast du dich doch bei dem einen Einzelbild gefragt von ihm. Naja, ist richtig. Weil er BF first geholt hat und dann Draktar. Ja, ja, das ist aber auch cool. Hast halt früher deinen Curie-Wolf. Und BF ist ja so pur AD. Kaiser ist ja ein Champion, der halt von puren Stats einfach profitiert. Also ich pures AD. Wolfs auf jeden Fall. Ja, aber auch so pures AD ist auf Kaiser auch relativ gut. Den Ward kriege ich ja nicht hin, ne? Den traue ich mich ja gar nicht mehr. Der ist viel einfacher geworden. Haben die mal einfach reingepatcht irgendwann. Und den Grosen. Drake ist ab. Ja, ich würde hier Tower nehmen und dann Drake. Wollte ich ein bisschen App. Das ist natürlich überhaupt keine Tech-Speed, aber. Ja gut, brauchst du es gerade? Wenn du so weh hittest? Ja, dafür hat man ja Hate of Blades. Ja. Das war ja vorher nicht anders. Er will keinen, doch er will. Oh, MF? Wo ist sie? Junge, was geht denn Toplane ab, Alter? Geht beim Drake ab. Der ist richtig wild. Hallo. Der Chase ist einfach 7-0. Aber es ist halt auch ein Lethal-Design, so. Der trollt halt auch. Ja. Also Lethal-Design ist ja an sich nicht... Ach, der will lieber fighten. Ohne Ult. Schade. Dann fighten wir jetzt auch. Let's go. Hätte schon Bock rein zu fliegen, aber... Ja, glaube ich dir. OTP hinter uns. Oh ja, 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 ist ja, ja, den haben wir. Ja, 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 let's go, free kill. Er ist dumm. Ich bin unsichtbar. Bleib, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Ich bin unsichtbar. Hier. Alter. Baba. Gut, kann man Alistar spielen, bitte? Das ist wirklich insane. Noch nie so einen talentierten Alistar-Spieler gesehen in meinem Leben. Ich scheiß mich ein. Okay, also das mit der Invis ist schon nett auf Kaiser. Das ist krass. Vor allem so früh, ne? Das survivest du auf jeden Fall ein bisschen mehr als sonst. Ich habe halt Invis über den E und Invis über den... Also noch habe ich keinen Invis über den E, aber bald. Ich den für ein Legendary-Item, das ist jetzt... Ja, auch hier, Shem-Dingsbums. Shem-Dingsbums ist, glaube ich, oder ziemlich gut auf Frostfire Gauntlet? Ja, ich glaube, ich würde Shem tanken, glaube ich. Ja, ich auch Shem. Shem. Aber da hab ich ja gesagt, der geht rein und ist instant tot. Ja, das war aber auch ein bisschen dumm von ihm. Das war Giga End. Das war Giga End. Also der hat sich selbst wirklich mega überschätzt. Ja. Das Geilste aber mit Draktar kriege ich wenigstens ein bisschen Ability Haste, die mir ja sonst komplett fehlt. Ja, also sollen wir zum Drake? Nachdem du die Wave hast. Ah, too late. Ja, aber wo hab ich denn jetzt? Jo. Ja, yeah, we can. Yes, we can. Scheiße. Wie kann man so gut Alistar spielen? Ja, ich bin da. Unsichtbar! Und es hält halt auch richtig lange, ne? Ja. Geil, ne? 1,5 Sekunden. Denk ein bisschen. Dive? Dive Polara, sagst du? Weiß nicht. Aber das ist halt das Ding, wenn man gefeedet ist, fühlt sich halt jeder Itembild gut an auf. Fühlt sich halt jeder Itembild gut an auf Kaiser. Hab ich denn hier Nashus? Willst du die Raptoren hier nehmen? Oh, hier ist ein. Oh, Raptoren. Ja, Raptoren ist Endgegner. Yummy. Yummy, Lucian. Ah, ich glaube, die wissen, dass ich hier bin. Yep. Na gut, komm. Ja. Wissen die, dass ich hier bin? Oh. Nee. Warte. Wäre weitergelaufen, wäre ich für ihn gegangen. Boah, der steht halt übel scheiße, die Wave. Die da oben, ne, die trollen doch wirklich. Also, alles am Mitte durch.
Oder wie, Bro, wir gehen Bot, wir gehen Bot, ich glaube. Ja, ich muss die Wave fixen, die ist zu. Ich glaube, ich kann den Jace aktuell sogar. Oh shit. Musst du direkt beweisen. Ah ne, das ist Lucian. Moment. Alter, also, gut, okay, du hast keine Vision auf ihn, ne? Du hast einen Geface-Check. Ja, ich habe ihn geface-checkt, also. Okay, weil ich wollte gerade sagen, Alter, dass der 1-6 Lucian da. Was mit den gleichen Stats auf Jhin hättest du den Fight niemals gemacht. Ja, natürlich nicht, aber dafür ist Jhin ja auch nicht da. Ja, auch richtig. Ja, jetzt bin ich ein bisschen gelaufen, ist aber gar nicht so schlimm. Ich laufe einfach wieder zurück. Tschüss! Der Awareness ist ja gar nicht mehr so schlecht gewesen. Dazu quatschen. Ja, aber der war 1-5, aber Kraken ist jetzt auch... Aber dann töten wir den Jace. Also wenn der Muramana gehabt hätte, der Lucian... Wäre ich gestorben. Auf dem alten Patch hätte mich der Lucian getötet. Pretty sure. Ah, wobei. Maybe not. Doch. Doch, ich glaube schon. Ja, doch. Mal hier? Oh. Warte, flanken. Aber die haben Vision jetzt, ne? Ja, aber die haben nur. Oh, hier ist Jace. Hier ist Jace bei mir. Ja. Hallo, Jace. Bleib doch mal stehen, bitte. Ich hab keine Ult. Unsichtbar? Er hat Ignite drauf? Ich hab Cooldowns noch. Wir machen das. Unsichtbar? So, du bist da hingegangen. Ja gut, okay. Verstehe ich. Let's go. 2 Sekunden. Ah. Ist worth, dafür sterbe ich gerne. Bin ich ehrlich. Na gut, seid auf Nunu gegangen. Das hat mich ein bisschen. So, ich hab jetzt Rage in der Schloss, ich geh ins Base. Boah, das tut weh. Jetzt hab ich alle 3 E-Wolves. Minute 18, aber ich bin auch 7-0. Aber Draktar fühlt sich richtig nice an. Ja, gut, ist ein Legendary, ne? Also, wenn das nicht so wäre, wäre halt. Ich meine, das Einzige, was sagt, ist halt, ich hätte jetzt auf jeden Fall 40% CDR mit dem alten Bilden. Jetzt habe ich 20%. Das ist halt. Sag ich mal, der größte Nachteil. Okay. Aber mehr Damage, oder? Oder gleich? To be honest, weiß ich nicht. Ich glaube, es nimmt sich nicht viel. Hm. Komm schon, Victor, schaffst du das? Gut, hätte ich vielleicht auch helfen können, aber der Red war wichtiger. Ey. Getarnt. Ich bin ein Raptor. Oh, hier ist ein Nunu. Oh ja, guck mal. Wieso? Ich hab mich als Raptor getarnt, ihr habt mich nicht gesehen. Das war gut. knapp daneben ist auch vorbei, lieber Jace. Wir versuchen den Jace zu one-shotten. Ich würde gerne mal mein One-Shot-Potenzial testen. Boah. Schade. Die Krabbe jetzt ein Schild hat, so ein bisschen Troll, oder? Warum geben die nicht einfach mehr Leben? Nee, das ist genau das Gleiche. Das ist quasi jetzt einfacher visuell, wenn der CC'd wird, dass er quasi squishier ist. Der hat ja vorher Resistenzen verloren und das ist jetzt halt für Anfänger besser. Aber ich finde trotzdem, man merkt halt, dass man kein Presence of Mind mehr hat. So, das ist der. Also, ja, safe, auf der Lane auf jedem Champion. Ich meine, ich hätte jetzt 500 Mana mehr, so. Gerade auf Jhin ist das, glaube ich, hart gemerkt. Mein. Oh. Ich bin da. Bitte was? Ja, doch, mach so, easy. Warum ist der Nunu so tanky? Oh, fuck. Na, weg bitte. Digga, Tanks sind so broken. What? What? Nunu da so krass überlebt, hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, der wird down. Was macht ein Force of Nature? Seine Q, Taking Damage from Abilities, grants your movement speed and form. What? Ach, each unique ability instance can give you one. Der hatte einfach 150 Armor, 140 MR und 3 Kaliber oder was das war. Holy shit, ist ja tanky gewesen. Und sein. Oh, wait. Und seine Q? Ist seine Q nicht maximal von seinem Leben? Kann sein, ja. Ja, gut, wenn er gerade in dieser.
in diesem Modus löschen. Ja, ich weiß. Ich hätte gedacht, dass ich ihn töten kann, aber I guess not. Aber actually lange überlebt. Das ist wirklich Sonyas. Sonyas bringt auch nur noch 10 Ability Haste, ne? Ich gehe aber dort. Mit Banshees. Banshees. Bin mir der Cyan, aber langsam ist er online. Ja. Langsam hat er einen Kill. Aber ich meine, wenn du das jetzt vergleichst, wenn der alte Nunu, wenn der jetzt, was hätte der, wenn der jetzt Cinder Hulk? Oh, hier ist was. Uiuiuiui. Gut, der ist wirklich gut. Der ist sauer. Ist wirklich sauer. Ja gut, der ist jetzt schon, seitdem er sich eingemischt hat bei unseren Sachen, ist er viermal gestorben, ne? Mhm. Ja gut, ich meine, wenn du das Feuer vergleichst, hätte der Nunu jetzt Cinder Hulk und ein bisschen Mask oder Adaptive Fame oder so gehabt, hätte ich ihn auch nicht getötet. Aber der DPS ist halt schlechter, ne? Vorher hatte ich halt mit Essence Reaver hatte ich halt Crit und mehr AD. Und jetzt habe ich halt dafür Lethality, das ist halt gegen Tanks schlechter. What the fuck? Wir haben Baron gemacht. Aber ich sag mal, der Item-Build ist ja sowieso nicht dafür da, Tanks zu töten. Ja, der Red Boss, glaube ich, da, ja. Der ist dafür da, alles andere zu töten. So, muss ja jetzt die Kleinen mitmachen, ne? Die sind ja jetzt auch Gold wert. Sollen wir hier trappen? Ja, da ja. Lucien! Oh, ja? Mir geht Mitte, schade. Pussy. Und Mitte hat Problem. Oh mein Gott. Sollen wir da rein? Ich weiß ja nicht. Auf gar keinen Fall. Frage ist, wann kommt Cyan mal dazu? Oh Gott, wo ging denn der Weg? Oh mein Gott. Ja, ja, sehr gut. Die haben mich respektiert. Ah! Ach, lass mal fighten. Ja? Ja, ja. Ich weiß ja nicht. Nee? Ja, das. Okay. Ja, nein. Nur Angst haben, Leute. Ihr müsst nur Angst haben vor mir, mehr nicht. What the fuck? Na, Tanky, ne? Aber das war's auch schon. Welcher Stun hat mich da gehittet? Ich hab Flash gespammt. Ja, unser Cyan hat uns... Der Jace hat 700 Damage mit einem Q gemacht. Mhm. Aber gut, würde er wahrscheinlich auch auf dem alten Patch... Mit der Dark Harvest? Ne. Ja, unser Cyan hat uns. Der hat zwei Türme, das war sogar worth für uns. Armor. Oh, weiter Armor, ne? Oh, oh. Bro, Randuin? Hat einer von den Crit? Ne. Nunu E. Aber dass der überhaupt durchkam, den Nunu E. Ich hab halt wirklich Flash gespammt. I guess. Frozen Heart. Frozen Heart lohnt sich, glaube ich. Junge, der hat richtig Bock. Der verliert das sogar. Der ist schon hart useless. Was ist das für ein Item-Bild, Alter? Er geht Infinity Edge. Ah. Das tut mir meinen Augen weh. Aua. 20% Crit. Was haben sie gekauft? Einiges. Drake sind 5 Sekunden ab. Oh, ich hab gleich Infinity Edge. Weil ich sag ich schon Infinity Edge. Ich meine natürlich Rebadience. Rebadience. Ja, da können wir nichts machen. Drake ist wahrscheinlich gone. Ja, du auch? Natürlich nicht, ich bin da. Oh, der Jace fetzt mich aber auch anders weg. Der Nunu hat auch schon wieder 1000 Schaden gemacht. Also Tanks sind really not balanced, this Patch. Das muss man wirklich sagen. Nee, ich bin auch... Fuck, ja gut, ich stehe auf 6. Aber zum Glück ist ja der Item-Bild, der gut ist gegen Tanks genervt worden auf AD Carry. Junge, was hat die MF schon. Oh, hier ist schon wieder einiges an Wirkstoffen dabei gewesen in diesem Game. Jetzt Sonyas. Sonyas, das. Ey, der Nunu ist so unkillable. Holy shit. Das ist crazy, wie stark der ist. Oh? Also, muss sagen, diesen Patch ist quasi die Aussage,
ADCs sind gut gegen Tanks, so unwahr wie schon lange nicht mehr. Ja, unterschreibe ich. Ja, doch, unterschreibe ich. Aber ich meine natürlich, wie gesagt, mein Itembild ist ja auch wirklich nie dafür da, Tanks zu töten. Ja, aber der Magic Resist, der hat ja, na gut. Das Problem ist halt, so in der Theorie ist halt Kraken dafür da, Tanks zu shredden, aber das ist halt Fake-Item so. Kraken ist halt nicht gut gegen Tanks. 80 True Damage ist halt, das sind halt 30 True Damage pro Attack, das ist halt nicht viel. So, was bauen wir jetzt? Ah ja, genau, ich wollte Sonias bauen. Bringt ein Voidstuff was? Ja. Ich verliere halt unweigerlich meinen Kiwi-Wolf, definitiv. Was stimmt, Voidstuff? Aber es hat halt nur der Nunu-MR, oder? Ich habe halt keine Ahnung, was die MR bietet. Ich kann halt nicht mehr Tab drücken und sehen, was die für Stats haben, so. Ja, es hat nur der Nunu-MR. Ding ist, ich bin halt eigentlich nicht dafür da, den Nunu zu töten, aber es ist halt sonst niemand anderes dafür da. Bin ich's irgendwie schon. Leider war. Oh mein Gott! Ich stell mich davor. Ich komm nicht ran. Ich komm. Ja, warum ist der so schnell? Nunu ist ja anders unbalanced. What the fuck? Ist einfach an mir vorbeigelaufen. Also der hat seinen Schneeball an mich abgeprallt und ist einfach weitergelaufen. Junge, Junge, Junge. Also Tanks sind auf jeden Fall sehr fair, diesen Patch. Ja, aber ist okay. Tanks hatten jetzt lange nichts zu lachen. Es ist okay, dass mal wieder Tanks so heavy sind. Mit der Face Rush? Ah ja, der hat Face Rush, okay. Force of Nature gibt auch Movement Speed. Ah, cool. Okay, ich wollte Stuff. Ich geh jetzt immer wollte Stuff. Scheiß drauf. Also Tanks und Champions, die Lethality Items abusen können, sehen auf dem Patch auf jeden Fall Tanks, Champions, die Lethality abusen können und Dingens hier. Oh, ich hab missklickt, scheiße. Mich macht der ja auch gar keinen Damage. What the fuck? What the fuck? Der hat ja nicht mal ein Death-Item. Ich hab der ja gar keinen Schaden gemacht. Haha, WTF, ey. Wir waren die zu fünft und die zu viert. WTF. Das war ja so schlecht, what? Outplayed, son. Ja, die hat sich einfach gegengeheilt gegen mich, cool. Mit zwei Items. Die hatte zwei Items, ich hatte vier. Ja, ich weiß, dass der Q-Wolf gone ist. Ja, ich habe ein paar Autotexte gecancelt, aber nicht fünf. Hat aber nichts an der Tatsache geändert. Es sah nur so aus, ob ich Autotext gecancelt habe, weil sie halt sich gegengeheilt hat. Also ein, zwei Autotext habe ich gecancelt, ja. Das habe ich auch schlecht gespielt, aber trotzdem habe ich halt extrem wenig Damage gemacht. Ja, aber es ist, also ich sag mal, der Itembild ist halt auch nicht für pures Late-Game-DPS da. Das war ja davor auch nicht so. Der Essence Weaver Nashas Itembild war ja auch Mid-Game, W, Poke, Snowball. Leider haben wir im Mid-Game als Team natürlich komplett versagt. Aber fühlt sich schon echt scheiße an, den QE-Wolf nicht mehr zu haben, muss ich sagen. Also du musst mit dem Itembild jetzt noch viel härter mit Game Snowball als vorher. Ja. Weil du hattest halt vorher mit Rageblade noch den QE-Wolf bis ins Late Game und halt auch bessere DPS. So, das ist jetzt halt ein reiner AP-Build. Aber ich habe trotzdem nur 450 AP, also fühlt sich gar nicht so geil an. Also Midgame hat sich extrem geil angefühlt, aber Late Game ist sehr schlecht, würde ich sagen, der alte Mid. Aber ich meine, das Game ist legit eh lost so. Also Nunu können wir halt nicht töten. Jetzt einfach nur noch für W-Poke. Machen die Burn oder? Ich habe halt auch nur 35 Ability Haste, das ist auch so wenig.
Macht jetzt Sinn, noch das Mythic zu wechseln? Auf jeden Fall macht das Sinn, ja. Aber es ist halt so teuer, ist das Problem. Victor, wie viel von der MF willst du noch schlucken? Okay, also die Itembild fühlt sich auf jeden Fall wesentlich schlechter an. Muss aus dem BF irgendwas anderes machen, aber keine Ahnung was. Also AP-Itembild fühlt sich echt nicht gut an. Ich könnte noch Runa und Hurricane gehen, ja true. Ja. Hätte man machen können. Hurricane als drittes, maybe. Dann hätte man Pickaxe anstatt BF bauen müssen. Hm? Warum lacht der? Aber ich bleib immer noch dabei. Also in meinen Augen, für mich fühlt sich jeder einzelne AD Carry schlechter an als vorher. Was mit Grievous Wounds? Ja, ich habe halt auch noch 5 Item-Slots, ne? Ich hätte mir wahrscheinlich keinen Rabadons kaufen sollen. Das hat auch irgendwie nicht so den gewünschten Bums gebracht. Aber dass du halt keinen Rage-Strat mehr bauen kannst auf AP Kaiser, macht halt dein... Ich bin so dead. Kommst du weg? Schön. Boah, holy shit, macht der Damage. What? 1000 Damage Q. Boah. Oh, schöne CC-Chain. Aber wir müssen ins Base gehen, ne? Mhm. Er macht erstmal Ken-Minion. Junge, der Sion hat gesoffen schon wieder. Yo, er hat legit Ken-Minion gemacht. Also Jace sieht auch insane strong aus. Ja, weiß ich nicht. Also mit dem Itembild musst du legit auf 3 Items das Game entscheiden. Danach wird der richtig scheiße, der Itembild.